Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, dass man mit dem Honda e Spaß haben kann, habt ihr ja schon in dem ein oder anderen Video gesehen. Spaß beim Fahren, aber auch Spaß in der sonstigen Benutzung. Zum Beispiel der Wendekreis, zum Beispiel die 220-230 Volt Steckdose. Die eröffnet ja völlig neue Horizonte. Und was man damit alles anstellen kann, auch ein bisschen mit Augenzwinkern, das möchte ich euch in diesem Video mal zeigen, deswegen bleibt dran. Der Honda e hat ja einen extrem kleinen Wendekreis und das möchte ich heute mal ausprobieren, wie krass das ist, und das zeige ich euch jetzt mal. Also ich wende hier um einen Gullideckel. So, wenn wir schon ein Auto haben mit HDMI-Anschluss und 220 Volt Steckdose, was liegt da näher, als es mal zu probieren, eine PS4 anzuschließen? Und das machen wir jetzt. Da sind jetzt die Bots. Oh. Und weil es so schön ist, probieren wir es jetzt natürlich aus, ob man auch PlayStation während der Fahrt spielen kann. Video ist während der Fahrt nicht verfügbar. Ah, schade. Aber okay. Das Spiel läuft. Ich merke es. Spiel läuft noch, aber wir haben leider kein Video. Muss ich auf P stellen und dann geht's wieder los. Wenn ich auf D stelle, nee, dann ist es wieder aus. Schade, hätte ja sein können. Boah, der Wagen ist ganz schön dreckig. Da muss ich den mal ein bisschen aussaugen, bevor ich den zurückgebe. Hier vorne. Aber wie ist das eigentlich, wenn ich mit dem Strom vom Haus das Auto saugen kann? Kann ich eigentlich mit dem Strom vom Auto das Haus saugen? So, jetzt kommt der Hundetest. Geht der Hund in den Kofferraum? Also gehen wird er wohl nicht, aber ich hoffe, er wird hüpfen. Meiler, na komm, alle hopp. Kannst raus. So, bis jetzt hat ja alles perfekt geklappt, aber jetzt kommt der ultimative Test. Ist es möglich, mit einer Wallbox bei mir in der Garage zwei Elektroautos gleichzeitig aufzuladen? Und das probieren wir aus. Ich möchte also den Honda hier laden an meiner Wallbox und vom Honda aus mein Tesla Model S laden. Beides gleichzeitig. Das wird spannend. So, der Honda lädt jetzt mit 4 kW, er kann ja nur einphasig an AC. Und jetzt will ich mal versuchen, ob ich von der Honda-Steckdose gleichzeitig mein Tesla Model S mit 1 kW laden kann.
Ja, der Wahnsinn. Wer hätte das gedacht? Ich lade hier mit 4 kW den Honda und mit 1 kW den Tesla gleichzeitig über meine Wallbox in der Garage. Mega genial. Ja, ich hatte sehr viel Spaß im Honda e und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Wenn ja, gebt mir wie immer einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr euch für das Auto interessiert, dann ruft doch mal bei eurem Honda-Händler an und vereinbart eine Probefahrt. Ich kann nur sagen, seid vorsichtig, das Auto macht süchtig. Also, in diesem Sinne, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao!